Sprungspiel, Seite 23 von 80. Lies deine erste Nachricht und spring zu der neuen Santa Maria und belade sie mit Kolonisten. Deine Raumstation bei Stovetop hat ein neues Schiff des Typs Santa Maria gebaut. Koto. Und belade sie mit Kolonisten. Okay, einfach auf den Frachtraum klicken, das da wegschieben. Okay. Klicke auf den Prozenten Werkzeugleisten-Button und lass dir die Werte der Planeten anzeigen. Das hatten wir ja schon mal. Das war hier. Redstorm ist eindeutig der wertvollste verfügbare Planet. Ja, leuchtet ziemlich groß grün. Sogar besser als 90210 und Shaggy Dog. Beauftrage die Santa Maria 7, Redstorm zu besiedeln. Santa Maria 7 ist ausgewählt. Shift, linke Maustaste auf Redstorm und kolonisieren. Es gibt noch zwei weitere bewohnbare Planeten, C-Squared und Slime. C-Squared ist zwar sehr klein. Wo ist Slime? Shaggy Dog, Dwarte. Den sehe ich irgendwie gerade gar nicht. Na gut. C-Square und Slime. Außerdem könntest du bald einen weiteren finden. Du solltest also auf Stovetop drei weitere Santa Maria in Auftrag geben. Doppelklick auf Stovetop. Ändern. Einmal, zweimal, dreimal Doppelklick. Okay. Drücke auf den Werkzeugleisten-Button ganz links, um die normale Scanneransicht zurückzuwechseln. Da. Also ich weiß nicht, was der Vorteil von einer normalen Scanneransicht sein soll. Ich finde das hier irgendwie praktischer, zumal die eigenen Kolonien da angezeigt werden mit so einer kleinen blauen Flagge. Ah, da ist Slime, aber der ist doch gelb. Gelb bedeutet eigentlich, dass man da terraformen muss, damit es bewohnbar ist. Aber gut. Lies deine nächste Nachricht. Wir sollten diese Bergbau-Nachricht für alle Zeiten loswerden. Vor, du hast drei Bergwerke auf 90210 gebaut. Filtere sie durch das Anklicken des blauen Checkboxes im Nachrichtenfenster aus und mache dann mit der nächsten Nachricht weiter. Klick, Filter an, weiter. Ich bin allgemein nicht so ein Fan davon, Sachen auszufiltern, weil ich dann irgendwas übersehe. Ich klicke dann lieber immer durch mich durch Horden von Nachrichten durch. Obwohl, ich denke, bei den richtig langen Spielen später wird man das machen müssen. Aber so alt bin ich ja noch gar nicht. Also, wir haben das ausgefiltert, springe zu 90210 und öffne die Produktionsliste. Weil sie leer ist. Okay. Produktionsliste. Shift-Doppelklicke auf Fabriken-Autobild und dann auf Bergwerke-Autobild. Fabriken-Autobild da. Shift-Doppelklick. Und Bergwerke-Shift-Doppelklick. Vorher hatten wir es so gemacht, wir hatten das erstmal hier links ausgewählt und haben dann mit Shift auf das Hinzufügen gedrückt. Aber es geht auch mit Shift und Doppelklick. Also wieder mehrere Möglichkeiten, das gleiche zu machen. Und klicke dann auf OK. Okay. Lies deine restlichen Nachrichten. Das wären Brummi 4 wurde mit 42 Kilotonnen Iridium beladen. Das Erz kam von den Bergbaurobotern von... Okay. 21 Kilotonnen Boranium. 54 Kilotonnen Germanium. Brummi hat 28 Milligramm Treibstoff auf Bomberpflücker 6 entladen. Okay. Hat er denn noch genug Treibstoff, um zurückzukommen? Nehme ich mal, sonst würde er wahrscheinlich meckern. Und wir haben einen neuen bewohnbaren Planeten entdeckt. Aber nur durch den Einsatz von Terraform-Technik. Das ist Slime. Okay. Wir können auch zwischendurch einfach immer hier auf Goto klicken. Dann kriegen wir so ein gelbes, kurz aufblinkendes Kreuz. Was das Ziel von unserem Goto ist, was ganz praktisch ist. Vor. Das waren jetzt alle Nachrichten. Du hast einen neuen bewohnbaren Planeten entdeckt. Deine Siedler vermehren sich um bis zu 9,3%. Das ist eine Menge. Wenn du Red Storm kolonisierst. Red Storm da unten. Jo. Haben wir auch schon Auftrag hingegeben. Klicke auf das rote Dreieck zwischen Slime und No Vacancy. Oh, stimmt. Da ist was. Klick. Scout 1 Berserker. Schiffsanzahl 1. Flottengewicht 18 Kilotonnen. Und die haben ein anderes Symbol unten drunter. Berserkers, Spieler Nummer 2. Das ist ein feindliches Aufklärungsschiff. Ein Rechtsklick auf das Flottenbild in der Auswahlinformation ruft ab, was wir bisher über dessen Bauplan wissen. Rechtsklick. Einmal. Geht's wieder weg. Gedrückt halten. Okay.
Wir wissen echt nicht viel. Triebwerk mindestens Stufe 1. Allgemeiner Zweck bis zu Stufe 1 und Scanner bis zu Stufe 1. Also ist echt sehr vage. Maximaler Treibstoff 50 Milligramm. Na gut. Wir können bis jetzt nicht sagen, ob es bewaffnet ist oder nicht. Laut der prognostizierten Flugbahn im Scanner ist es auf dem Weg nach No Vacancy. Ah, okay, das ist die projizierte Flugbahn. Dieser blaue Strich mit den ganz vielen kleinen Pfeilen dran. Nach No Vacancy, nach da oben. Die dicke Markierung gibt an, dass es in 2 Jahren dort ankommt. Welche dicke Markierung? Nochmal. Laut der prognostizierten Flugbahn im Scanner ist es auf dem Weg nach No Vacancy. Die dicke Markierung zeigen an, dass es in 2 Jahren dort ankommt. Ah, Moment mal, ich zoome mal näher ran. 200%? 400%. Das heißt, jeder von diesen kleinen Pfeilen hier bedeutet ein Jahr Reisezeit. Das heißt, im nächsten Jahr wäre er denn kurz vor No Vacancy und im übernächsten Jahr wäre er dann drauf, wenn er da landen würde. Wenn er nicht drauf landen würde, würde er im übernächsten Jahr da landen. Ah, okay. Die bewaffnete Sonde Nummer 1 ist nicht in der Lage, das feindliche Schiff abzufangen. Wir brauchen mehr Angriffskraft. Füge 2 weitere bewaffnete Sonden in die Produktionsliste von Stovetop ein. Okay. Jetzt sind wir wieder auf 125, mehr. 150%. Stovetop. Doppelklick. Ändern. Bewaffnete Sonde. Einmal, zweimal. Okay. Das war's wieder für dieses Jahr. Lass eine neue Runde berechnen, wenn du soweit bist. F9. Lies deine erste Nachricht und springe zu deinen neuen Kolonisierungsschiffen. Vor. Oh, nee. Zurück. Deine Raumstation bei Stovetop hat 3 neue Schiffe des Typs Santa Maria gebaut. Go to. Flottenzusammensetzung Santa Maria 3 Stück. Im Moment gibt es nur 2 potenzielle Ziele. Klicke also auf den Teilen-Button im Flottenzusammensetzungsfenster. Flottenzusammensetzung ist da. Teilen. Verschiebe einen der Santa Maria in Flotte Nummer 10 und drücke OK. Hier ist Flotte Nummer 8, da ist Flotte Nummer 10. Ein rüber. Okay. So verbleiben 2 Santa Marias in der Flotte, die du gerade kommandierst. Santa Maria 8, richtig. Nur noch 2 Stück. Belade die Flotte voll mit Kolonisten und erteile einen Kolonisierungsauftrag für Slime. Mit beiden Schiffen? Na gut. 50 Kilotonnen. Okay. Slime war da. Und kolonisieren. Wir wollen allerdings nicht, dass beide Schiffe nach Slime fliegen. Drücke also den Alle teilen-Button im Flottenzusammensetzungsfenster. Flottenzusammensetzung ist hier. Alle teilen ist da. Okay, jetzt haben wir immer noch Flotte 8, aber es ist nur noch eine Santa Maria. Klicke auf den Waypoint bei Slime und ziehe ihn zu C Squared. Da ist der Punkt. Wo ist C Squared? Da unten. Dum, 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 dum. Zack. Hihi. Sehr cool. Das hatte ich vorher schon mal machen müssen. Also ich habe das Tutorial bis zu 38 oder so gespielt. Aber ich habe das mit dem Rüberziehen nicht wirklich hinbekommen. Ich habe mich irgendwie verklickt. Ich habe das Ganze dann abgebrochen und neu erteilt. Aber so ist es echt ein wenig praktischer. So. Klicke auf den Waypoint bei Slime und ziehe ihn auf C-Squared. Du siehst jetzt Flugbahnlinien von Stovetop aus nach Slime und auch nach C-Squared. Ja. Santa Maria 8 und Santa Maria 11 haben jetzt Kolonisierungsaufträge für C-Squared und Slime. Genau das, was wir wollen. Ja, aber ich hätte das ein wenig anders gemacht. Obwohl, sie wurden automatisch beladen. Das ging ja mit einem Klick weniger. Naja. Lies die nächste Nachricht und springe dann zu deiner bewaffneten Sonde. Deine Raumstation bei Stovetop hat 2 neue Schiffe des Typs bewaffnete Sonde gebaut. Go to. Wenn du direkt in Richtung No Vacancy fliegst, ist der feindliche Jäger längst weg, wenn du da angekommen bist. Wir sollten versuchen, ihn vorher abzufangen. Shift-klicke auf Hi-Ho. Hi-Ho. Okay. Das ist deren ungefähre Flugbahn. Also hier ist er. Ich will den Gegner haben.
Ach, müssen wir wieder näher ranzoomen. So. Wo ist der Gegner hin? War er nicht hier? Ah, wir können ja nicht mehr sehen. Also, okay, ja, macht Sinn. Wir brauchen echt so ein Satellitennetzwerk oder so, um alles immer sehen zu können. Liest deine nächste Nachricht und filtere sie aus. Weil es nur bewaffnete Sonden sind. Es sollen jetzt wohl durchgehend bewaffnete Sonden produziert werden. Also ausfiltern. Lies deine letzte Nachricht und springe zu Wallaby. Lesen wir erstmal die dazwischen. Der Brummi hat wieder die ganzen Erze eingeladen. Und wir haben einen Planeten unter fremder Herrschaft entdeckt. Wallaby wird momentan von Berserkers regiert. Wallaby ist da unten, hat deswegen auch so eine rote Fahne. Liest deine nächste Nachricht, filtere sie aus. Achso, wir sollten dann die ganzen Brummi-Sachen ausfiltern. Lies die letzte Nachricht und springt zu Wallaby. Go to. Wallaby wird von den Berserkers beherrscht, ist aber nur dünn besiedelt und fast in unserem Sinne terraformbar. Klicke auf den grünen Strahlungsbalken in der Auswahlinformation und lies das Pop-up. Okay. Beträgt momentan 92 mR. Wir könnten es verändern auf 89 mR. Damit wäre es im Toleranzbereich unserer Rasse. Aus irgendeinem Grund hört sich 7% irgendwie bekannt an. Drücke F5, um den Forschungsdialog aufzurufen. F5. Richtig. Strahlungsterraforming 7% ist eine in Kürze erwartete Errungenschaft aus der Waffenforschung, die wir gerade betreiben. Waffenforschung, Terraforming, da, plus minus 7%. Ist halt in blau markiert. Kurz erwartete Errungenschaft aus der Waffenforschung, die wir gerade betreiben. Errungenschaften, die blau angezeigt werden, benötigen mehr als einen weiteren Tech-Level, um verfügbar zu werden. Ach so, mehr als einen. Ich dachte, blau wäre die nächste Stufe. Übel. Na gut. Klicke auf das Wort Terraforming, Strahlung, im Fenster. Du bekommst die genauen Anforderungen angezeigt. Wir brauchen Waffenstufe 5, Biostufe 2. Aber das dauert noch eine Ecke. Erhöhe dein Forschungsbudgetwert auf 30% und klicke auf Fertig. 30%. Wie lange brauchen wir jetzt? So sehen wir da gar nicht. Geschätzte Fertigstellung ein Jahr. Vorher waren es ein Jahr. Na gut. 30%. Fertig. Bald werden wir einen Truppentransporter nach Wallaby schicken. Doch für den Moment ist alles in Ordnung. Lass die neue Runde berechnen. F9. Lies deine erste Nachricht und spring in den Forschungsdialog. Deine Wissenschaftler haben die Forschung zum Erreichen von Tech 4 im Bereich Waffen abgeschlossen. Sie setzen ihre Anstrengungen im Bereich Waffen fort. F5 für Forschung. Du kannst feststellen, dass Strahlung 7 jetzt grün angezeigt wird. Das heißt, diese Errungenschaft wird verfügbar, sobald du den nächsten Tech-Level momentan Forschungsbereich Waffen erreichst. Ah, okay, also grün ist das, was nächstes Mal kommt, blau, was übernächstes Mal kommt und schwarz kommt wesentlich später. Das heißt, dass diese Errungenschaft wird verfügbar, sobald du den nächsten Tech-Level momentan Forschungsbereich Waffen erreichst. Dafür wird ein Zeitraum von 4 Jahren veranschlagt. Hier. Beachte bitte, dass als nächstes Forschungsgebiet momentan gleiches Feld eingestellt ist. Ändere diese Eintragung in Konstruktion und klicke auf Fertig. Sobald du in der Waffenforschung Tech Level 5 erreicht hast, werden sich deine Forscher in den Bereich Konstruktion zuwenden. Lies die nächste Nachricht und filtere sie aus. Fertig. Nächste Nachricht. Bromi hat Erz beladen. Ja. Lies deine nächste Nachricht und springe zu Oxygen. Du hast einen neuen Planeten entdeckt. Er ist bewohnbar, aber nur durch den Einsatz von Terraform-Technik. Springe zu Oxygen. Go to. Rechtsklicke auf Stovetop und wähle Santa Maria 10. Rechtsklick, Santa Maria 10. Belade sie mit Kolonisten und schicke sie nach Oxygen, um den Planeten zu besiedeln. Klick, klick, klick. Oxygen, Oxygen. Da ist Oxygen. Gelb. Gelb sind nur die Sachen, die halt kolonisierbar sind mit Terraforming. Also wir werden immer wieder Kolonisten hinschicken müssen, weil sie zwischendurch sterben.
Um den Planeten zu besiedeln. Jo. Auftrag Kolonisierung. Da wir über Oxygen bereits Bescheid wissen, können wir bewaffnete Sonde Nummer 1 andere Aufgaben übertragen. Wähle die bewaffnete Sonde Nummer 1 aus und ziehe ihren Waypoint von Oxygen auf Mozart. Okay, Doppelklick auf sie. Hand und Mozart. Genug für dieses Jahr. Zeit, eine neue Runde brechen zu lassen. F9. So, Seite 32. Dann machen wir wieder einen kleinen Cut. Also, bis gleich.